Die Reformation. Was die Spaltung der christlichen Religion in Katholizismus und Protestantismus für die Frauen bedeutete, erläutere ich in diesem Beitrag. Und wir betrachten ein Beispiel am Leben der Vibrandis Rosenblatt, die 4 Ehemänner überlebte. Im Katholizismus hatten Frauen eine Wahl zwischen 2 Lebensformen. Die hoch angesehene Lebensweise bedeutete Bildung und Jungfräulichkeit in einer Klostergemeinschaft, die andere, geringere bewertete Lebensart in einer mit Nachwuchs gesegneten Ehe. Evangelische Pfarrer durften heiraten und man misstraute von nun an allen alleinstehenden Frauen und Frauengemeinschaften wie zum Beispiel Nonnenklöstern. Es gab keine Wahl mehr. Für eine Frau war der Zwang zum Heiraten enorm. Ein Zustand des Unverheiratetseins war in Verruf geraten. Zunächst schien die neue Religion attraktiv für Frauen zu sein, bot diese unter anderem eine gewisse Unabhängigkeit, zum Beispiel die selbstständige Lektüre der nun aus dem Lateinischen übersetzten Bibel. Manch eine Frau wechselte nicht erst auf Geheiß ihres Ehemannes den Glauben, sondern wechselte sogar aus eigenem Antrieb noch vor dem Ehegatten in die evangelische Gemeinschaft. Häufiger führte die Reformation jedoch zum sozialen Abstieg der Frau. Nicht mehr der Priester und Beichtvater war der Lenker des weiblichen Gewissens, sondern von nun an der Eheherr. Der Patriarch besaß zwar schon immer die soziale und ökonomische Herrschaft über die Familie, die Frauen waren Bürger zweiter Klasse, auch in ihrem eigenen Haushalt. Von nun an wurden sie jedoch zu einem häuslichen Leben und nicht ganz ungefährlichen Kinderkriegen verdammt. Wer aus diesen Zwängen ausbrechen und ein unabhängiges Leben führen wollte, geriet schnell in den Verdacht, Hurerei zu betreiben. So konnte eine Kultur des Denunziantentums gedeihen. Jetzt konnte die Hexenverfolgung so richtig Fahrt aufnehmen. Das ist aber ein anderes Thema für einen anderen Beitrag. Wir widmen uns Vibrandis Rosenblatt, die als erste Pfarrersfrau ihren Beitrag zur Reformation im häuslich-familiären Bereich leistete. Sie hielt ihren 4 Ehemännern, wichtige Vertreter der Reformation, den Rücken frei und gebar insgesamt 11 Kinder. Geboren wurde sie 1504 in Säckingen als Tochter des späteren Schultheißen von Säckingen und kaiserlichen Feldhauptmannes Hans Rosenblatt und seiner aus Basel stammenden Ehefrau Magdalena Strupp, die aus einer Gerberfamilie stammte und später nach Basel zurückkehrte. Mit 20 Jahren heiratete sie 1524 den Basler Magister Ludwig Keller, auch Cellarius genannt. Sie schenkte ihrer ersten Tochter das Leben und gab ihr ihren Namen Vibrandis. Ihr Eheherr starb bereits 2 Jahre später. Als junge Frau und Mutter konnte sie unmöglich allein leben und heiratete am 15. März 1528 den 22 Jahre älteren Reformator Johannes Oecolampad aus Weinsberg im Kraichgau, der eigentlich Hausschein hieß. Über den Altersunterschied äußerte sich Erasmus von Rotterdam spöttisch. Unlängst hat Oecolampad eine Ehefrau heimgeführt. Ein Mann in schon vorgerücktem Alter, mit zitterndem Haupt, mager und erschöpft am ganzen Körper wie ein lebender Leichnam, soll man das nicht töricht nennen? Er hat eine Frau von mehr oder weniger 20 Jahren geheiratet, eine elegante und blühende Frau. Nun ja, so ganz erschöpft schien der ältere Ehegatte wohl nicht gewesen zu sein, denn bereits am 24.12.1528 gebar sie ihren ersten Sohn Eusebius. Er erhielt den Namen des Kirchenlehrers Eusebius von Caesarea. Der Vater berichtete über seinen Sohn: Eusebius ist im Ganzen ein stilles Kind. Wenn er auch nicht gerade wegen Hunger und Durst oder Dreck ungeduldig wird, das ist bei ihm ein Anzeichen von guter Gesundheit, für das wir dankbar sind. Er hat oft Schnupfen und Husten. Eusebius wurde nur 13 Jahre alt. 2 weitere Töchter folgten, Aletheia, griechisch Wahrheit, und Irene, griechisch Frieden. Die große Familie erstand in Basel eine Reihe von Immobilien. Basel war neben Straßburg und Zürich ein Zentrum der Reformation am Oberrhein. Ihr Haus wurde zum Treffpunkt der Reformatoren. Auch die Frauen der Reformatoren, Elisabeth Bucer, Agnes Capito, Anna Zwingli und Vibrandis, tauschten sich regelmäßig aus. Darüber hinaus betreute sie Glaubensflüchtlinge, Arme und Kranke. Am 23. November 1531 starb Oecolampad an den Folgen einer eitrigen Entzündung und seine junge Frau wurde zum zweiten Mal Witwe mit 4 Kindern.
Fast zeitgleich starb auch Agnes, die Ehefrau Capitos. Seine Freunde drängten ihn zur Heirat mit Vibrandes. Die Hochzeit fand am 11. April 1531 statt. Auch Wolfgang Capito war mit seinen 54 Jahren wesentlich älter, dazu noch depressiv und unpraktisch veranlagt. Seine 28 Jahre junge Braut dagegen war nervenstark und tatkräftig. Das musste sie auch sein. Durch Bürgschaften war Capito in finanzielle Nöte geraten. Trotzdem wurden auch in diesem Haushalt Bedürftige und Glaubensflüchtige bewirtet. So musste sie gut wirtschaften. Zu den vier Kindern kamen noch 5 gemeinsame Kinder aus dieser Ehe dazu. Agnes, Dorothea, Johann Simon, Wolfgang Christoph. Das 5. Kind Irene, die den Namen ihrer verstorbenen Halbschwester erhielt, wurde in einem Schicksalsjahr 1541 geboren. Die älteste Tochter, Vibrandes, aus erster Ehe, heiratete den Straßburger Patrizier Hans Jeliger. Auch in diesem Jahr starb Wolfgang Capito und 3 Geschwister an der Pest. Nach 9-jähriger Ehe war Vibrandes wieder einmal Witwe. Im gleichen Jahr fiel auch die Ehefrau Butzas der Pest zum Opfer. Elisabeth Butzer bat ihren Mann noch vor ihrem Tod, ihre Freundin Vibrandes zu heiraten. Die Eheschließung fand im April 1542 statt. Aus 2 Familien wurde eine Großfamilie. 4 Kinder von Vibrandes, eine Tochter ihres verstorbenen Bruders, ein behinderter Sohn vom neuen Ehemann und 2 weitere Kinder aus dieser Ehe folgten. Zeitweise wohnten neben der Mutter von Vibrandes auch Butzers Vater und dessen 2. Frau im Haushalt. Butzer war glücklich und äußerte sich über seine junge Frau: Sie ist in jeder Hinsicht perfekt und weise ihn nicht so oft zurecht, wie Elisabeth das getan habe. Auch ein Gast, der italienische Theologe und Glaubensflüchtling Vermigli, schilderte die Lebensverhältnisse sehr anschaulich. Sein Haus gleicht einer Herberge, so sehr ist es gegen alle Fremden gastfreundlich. Seiner Familie steht er so trefflich vor, dass ich während der ganzen Zeit, die ich bei ihm zubrachte, nie eine Störung bemerkte, sondern immer nur Stoff zur Erbauung. Sein Tisch ist weder glänzend noch gemein, es herrscht die einem Frommen geziemende Mäßigkeit. Vor und nach der Mahlzeit wird eine Stelle aus der Heiligen Schrift gelesen. Dies gibt dann zu frommen und heiligen Gesprächen Anlass. Ich darf wohl sagen, dass ich stets unterrichteter von diesem Tisch weggegangen bin. Nicht wirklich erstaunlich ist, dass die Hausherrin, die vermutlich den Löwenanteil der Gastfreundlichkeit beisteuerte, so gar keine Erwähnung findet. 1549 verließ Butzer seine Frau und Kinder und ging nach England, um an der Kirchenordnung der anglikanischen Kirche mitzuwirken. Kurze Zeit später folgte Vibrandes ihm mit dem gesamten Hausstand. Doch schon 2 Jahre später erkrankte Butzer und starb im Februar 1551. Er wurde in Cambridge beerdigt. Vibrandes kehrte mit ihrer Mutter und den Kindern zurück, zunächst nach Straßburg und 1553 nach Basel. Im Jahr 1564 starb Vibrandes Rosenblatt 60-jährig an der Pest. Die 1624 veröffentlichte Basler Chronik erwähnte sie als Opfer der Pest. Frau Vibrand Rosenblatt, Herren Johann Oeco Lampadi, Wolfgang Capitones und Martini Buceri, seligen Witwe.